Herzlich willkommen, du True Crime Fan da draußen. Schön, dass du zu einer neuen Runde True Crime New York City eingeschaltet hast. Hello, Detective. Wir befinden uns hier in der nächsten Mission. Wir hatten ja die Kampfarena das letzte Mal hier angefangen. Mehr haben wir ja nicht mehr gemacht und ein bisschen so gekämpft und. Congratulations. Now you can step up to a new vehicle. Your vehicle. New vehicle. Step up in the new vehicle. Jo. Ich warte, bis die Map kommt. Ich warte, bis sie kommt. Ja, wo da haben wir die Bandenschlägereien? Sollen wir da mal kämpfen? Nee, ich würde sagen, wir machen Hauptquests, hatte ich ja das letzte Mal gesagt, ne? Let's see what kind of shit I can get into. Wir machen das. Oh yeah. Es ist halt einfach genau dasselbe, wie es aufgehört hat, ne? Es crashen uns halt wieder irgendwelche Autos sinnlos. Ah, ich hab keine Zeit. Ich vermute eh, dass wir richtig gut drauf sind, ne? Dass wir die, wie viel haben wir eigentlich schon? Wie viel haben wir schon? Abschluss, abgeschlossen. 40% haben wir erst. Verbrechensbekämpfung, 0%. Informanten haben wir 47. Rennen und Kämpfe haben wir 68. Wichtige Fälle, okay. Aber es sind diese 40%. Mann. Zählen die zu. Also zählen die 100, wenn wir alles haben? Ja, dann kriegen wir es sowieso nicht hin. Ich dachte wirklich, dass wir so die 100% hinkriegen, aber mit dieser Verbrechensbekämpfung. Mit dieser Verbrechensbekämpfung. Daran wird es halt mega scheitern, ne? Das ist halt wirklich so. Das kriegen wir echt nicht hin. Diese Verbrechensbekämpfung ist halt echt nichts. Ist okay, aber ich meine, wir haben ja 0%, ne? Obwohl wir eigentlich schon ein paar Verbrechen gelöst haben, ne? Verstehe ich nicht. Bet, this is it. Verstehe ich wirklich nicht. Warum? Was da los ist. Oh, gehen wir mal rein. Fuck. What's the hurry, Vince? Shit. You are fucking relentless, aren't you? I'm gonna ask you one more time. Who's your contact over at OCU? The same people who were supposed to take care of you, asshole. Then they pay enough cash to make sure fucks like you stayed out of my business. Who did you pay? Yo, freeze! Remember, oh, nee. Motherfucker! Yo, I ain't got time for this shit. Ah, das war gut. Wir müssen nicht gegen sie kämpfen, oder? I shed everyone down. I shed everyone! No, I need you alive. Hey, hurry up! Here he comes, one drop of it out! You ain't gonna try to lay me down, motherfuckers. Motherfuckers? Not without a fight, asshole! What the? So. Haben wir hier schon alle? Get down! You douchebag! You a douchebag! Kiss my ass! Aber wenigstens sah, dass ich würdig verabschiede mit Kiss my ass. Cooler Typ. Prendetelo e legatelo! Fuck! Hat er gerade irgendwas mit Eligato gesagt? Er hat dann einfach auf Italienisch gesagt, dich. Das finde ich nicht so gut.
Taktische Schrotflinte. Glaube ich auch nicht so verkehrt, ne, wenn wir den Jungen hier mal. Gasflasche, eigentlich sollten wir wegbleiben von diesen Gasflaschen. Oh shit, where'd you come from? Get in there and kill that cop, you babosch! Hier geht's nicht lang. Ah, Strunzol. Ah, Strunzol. Nehmen wir uns hier mal. Okay, now that's what I need. Wir haben aber auch keine Beweise, ne? Müssen wahrscheinlich hier irgendwie hoch, oder? Nein. Ah. Hab's gefunden. Get down! Fuck, such a bitches. Get down! Over there! Hurry up! So schusstechnisch, so ballereimäßig ist es nicht schwer. Ah, that's what I'm talking about. Das ist eigentlich recht easy. Wir haben unsere 50 mm, ich glaube mit der können wir auch so gut feuern, ne? Halt nichts verloren, ne? Too late, you pig son of a bitch. Wie sie da warten. Hey, you fucking footox. I'm about to get pinched over here. Ajo. Okay, that's what I need. Eine Klitsch steht hier ein bisschen rum, das heißt, er interessiert uns erstmal nicht. Na? Kiss my ass! Kiss my ass, Alter. Kiss my ass. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Das war richtig gut. Das ist verdammt schwer hier gerade, ne? Wir haben nur noch halb. Was ist jetzt langsamer? Fast kein Leben mehr, Kollege. Aber scheint gut auszusehen. Tuzi, you ain't got nowhere left to go. Give it up. Let's see how you like this. As good as new. Oh, you think it's fun, huh? Oh, shit! Shut up,
Ja. Ja. Yes. Der Arsch. Der Arsch. Toozy, you fuck. You better tell all about your connecting OCU. Listen, you fucking pig, son of a bitch. Everything was done over the phone. The fucker on the other end had a scrambled voice, but he had a Spanish accent. Your ass better be telling the truth, Vincent. Nehmen wir das. The President's Club. I always thought it sounded like a supermarket promotion, but Central Intelligence calls them the fastest rising outfit in town. We got former Crips and Bloods working together, pushing heroin, crystal meth, the works. But their real cash cow is the designer drug du jour, pop, they call it. Think ecstasy meets crack with 10 times the kick. Took Asia by storm. Now it's in New York, courtesy of this club. We've learned that the club is run by 5 presidents, hence the very clever name. There's Lincoln, Hamilton, Jackson, and Grant. Then there's the eye atop the pyramid, Benjamin. Speaking of pyramids, there was a time I was deployed in Egypt. Let me tell you, don't ever get into a spitting contest with a camel. Anyway, we got one solid lead here. President Lincoln runs a hellhole out in Harlem on Madison and East 124th, which controls the bulk of the president's urban drug flow. This character is said to be a real psycho, so you should go in well armed. Kriegen wir hin. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Marken und so gekriegt? Oh, wir sind fast voll, ne? Komm, dann kämpfen wir jetzt noch. Dann machen wir wenigstens noch so 2-3 Kämpfchen. Dann machen wir hier unten die Kämpfe. Let's see what kind of shit I can get into. Dann kämpfen wir hier oben noch. Also hier unten beziehungsweise, ne? Wollen wir mal den Überfall hier verhindern? Wir müssen ja eh in die Ecke. Hallo? Hey! What the hell's going on? One time, asshole. Oh shit! No! What's going on over there? Jump.
I hope you like your new play. Keiner tut die Apotheke überfallen. Hey, you ain't gonna say nothing, right? I got nothing on me, so step off. You better leave before I decide to find something. Ich arbeite immer und immer und immer. Sie haben doch was. You fuck! Look at that. Sag ich doch. Jail time, motherfucker. Man, I swear, this is my weg first mit, time. Alle wegsperren. So, da haben wir wieder mal was Gutes getan hier. Dann geht's auf. Wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei, zwei Punkte, ne? Also zwei Missionsbäume. So. Perfekt eingepackt. So, so packt man hier ein. Ist das hier im Altersheim oder was? You all said jail. Give us den a prison setting. Behold, the back alleys are shit central. Now stop walking and go kick some ass. Ready to die. Round one. Ja, scheiße. Ready to die. Komm her. Und das Ding aus der Hand. Boah, die Ausdauer fickt uns immer. Okay. Puh, die ersten sind ja immer leicht. Aber jetzt geht's schon, glaube ich. Round 2. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Letzter Kampf kommt. Mama. You gonna catch my licking stick now. Warum könnt ihr das? Leckt mich doch. Leckt mich doch. Das ist immer böse, wenn beide auf dich kommen, ne? Ah! Fuck! Und immer die Ausdauer, ne? Yes! Bam! Komm, machen wir noch schnell den anderen Kampf. Da können wir mal so eine Hauptquest machen. Erstmal und dann zwei Kämpfe und dann sollten wir es eigentlich haben, ne? Dann hätten wir es, denke ich mal, vermute ich zumindest, ne? Dass wir es dann haben. Da müssen wir hin. Sollte dann aber, oh, sollte eigentlich passen, ne? Oh, 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 oh. Oh, whoa, 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 GJ, GJ, GJ.
situation. Detailed unknown. Oi. Proceed with caution. I gotta get out of here. Oh no. Oh. Time to go. Fucking shit! Officer to dispatch. Situation's under control. Say again, New York under fucking control. Police. Going 1063. Over. Yep. Haben wir gut geklärt, haben wir super gemacht, bin richtig stolz auf uns. Haben wir gut, wir sind gute. Wir sind halt ein guter Cop. Oh ne. Diese Autos aufhalten, das nervt immer, da habe ich gar keinen Bock drauf. Autos anhalten und so, ne. Will ich gar nicht machen. Möchte ich nicht. Ja, oh, dann machen wir hier noch den Kampf und dann, ja, haben wir es ja eigentlich. What goddamn piece of shit? Motherfuck. Stupid mo- Code 1030. Gehen wir mal hier rein. Go! Hä, warum ist das? Hä, was ist da? Unsichtbare Wand. Komm. My apologies about the stench, ladies and gentlemen, but how could I pass up on a venue like this? We're talking the legendary Fish Bazaar at Fulton Street. Fish Bazaar. Round one. Kann ich mich nur auf den drauf? Der auf dem Boden liegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die geht bestimmt voll ab, ne? Den. Ah. Jetzt haben wir den und jetzt noch zwei. Oh, die Metzger Boys. Naja, Metzgers. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. So. So macht man das. So und nicht anders. Another win for the kid? Looks like we got ourselves a new contender. Buh. Buja, wir haben es geschafft. Jesus! Schade, ich dachte wirklich, dass wir noch upgraden können. Ah, komm, ich mach den letzten Kampf noch. What the fuck? Let's see what kind of shit I can get into. Oh shit. Jesus. So, hallo. Was ist hier los? Jawohl, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen. Pretty dure? Okay, wenn du das sagst. Attention Patrol, code 1031. Taxi driver hijacked by passenger Brandon. Ja. Warum schießen die auf uns immer? Du weißt doch gar nicht, dass wir Polizist sind, ne?
So richtig respektlos von den Jungs. Wir machen jetzt die letzte Kampfarena der Runde 2 und dann haben wir Runde 3. Und danach kriegen wir den großen Boss, den wir besiegen müssen. Wenn wir den haben, verhaften wir den auch, ne? Und dann haben wir eigentlich alles. Dann haben wir die Autorennen, die Kämpfe. Dispatch to Patrol. Reports received of a counterfeit money supply stash in vicinity. Location is likely guarded by armed suspects. Ja, da jetzt mit dem Auto hinzufahren, macht wenig Sinn, ne? Was krass ist, dass wir halt auch einfach so in die Geschäfte. Komm mal her. Du hast doch was zu verheimlichen, oder? Weitergehen. Los. Weitergehen. Ah, hier. Was ist denn das? Eine Kanalisation? Was? Ooh-wee, Park Avenue. We're talking million-dollar lofts above the strip club. But down here in the sewer, it's what the rich and famous... Ist der linke Obdachlos, weil der so eklig aussieht, oder an Drogen. Das sieht so eklig aus. Schon wieder mehr aus, ne? Ja, scheiße. Ja. Ja, die halten echt mehr aus, ne? Ein Glück. Ah, wir kriegen aber nicht das volle Leben zurück, ne? War jetzt so unnötig. Ey. Ey, der ist so unnötig. I need help with the swifts. Meine Fresse, ey. Das war richtig unnötig. Oh. Mit euch los. Okay. Was ist denn los mit euch? Ach, wir haben ja den Karate-Stil geändert, oh. Thank you.
Boah. Alter, haben wir die fertig gemacht. Are you really that good, kid? Are you just fucking lucky? Danke, danke, wir können Karate, Mann. Wir können richtig gut Karate. Da haben wir das doch jetzt geschafft, ne? Dann sind wir noch nicht ganz. Hello? Fuck, kid. You KO'd the champ. I had a lot of money riding on my boy. Now the crowd's betting on you, asshole. So here's the deal. I want you back for the third circuit. And I want you to lose, understand? Open up before I fuck you up. What? Give me back my... So, da haben wir jetzt nochmal 3 Stück, ne? Dann haben wir es, ne? Dann haben wir es. Wo sind wir denn gerade? Wir sind da oben, ne? Ne, wir sind hier. Wir sind hier. Wir können wieder U-Bahn schnell fahren. Boah, der fährt sie halt auch richtig gut, ne? So, komm, dann gehen wir, dann machen wir noch ein bisschen länger, machen wir jetzt mal hier. Machen wir noch einen Kampf, ich bin gerade voll drin. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge nämlich schön den, die Hauptquest machen und dann direkt am Ende. Oh, da direkt. Machen wir den noch, komm, den Kampf machen wir jetzt noch. Hab ich irgendwie Bock drauf. Dann können wir, wie gesagt, den, das ist halt schon cool, ne? Das, ach, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir das ja auch machen können. Units come in, code 1034 in progress. Militant vegans vandalizing local vegetarian restaurant for serving meat. Dann können wir schön kämpfen jetzt noch und dann haben wir in der nächsten Folge, können wir dann noch zwei, eine Hauptquest machen und dann machen wir noch die zwei und dann haben wir eigentlich nur den Haupt... Kämpfer, ne? Irgendwie so. Der Böse. Der so dann böse auf uns wird, ne? Weil wir all seine Kämpfer besiegt haben und er einen Haufen Geld verloren hat. Und er will ja eigentlich... Er möchte ja, dass wir verlieren, damit er Geld gewinnt. Und 3 Stück. And that is exactly what you are ist about das fair? Kick the shit out of you. Round one. Oh, 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 oh. Das gibt's doch nicht, war immer. Es ist halt immer irgendjemand da, ne? Na, komm, on, ey. Ich glaube, gegen die ist es nicht so gut, ne? Vielleicht gegen die besser. You slimy bitch. Es ist halt. Es ist halt, die treten so auf dich ein. Boah. Alles klar. Oh. Ich würde sagen, da machen wir hier in der nächsten Folge mal weiter, okay? Alles klar, dann würde ich sagen, macht's gut.